So, hi Leute, willkommen zu meinem Videoprojekt Scientia Asiae, also Wissen über Asien oder Wissenschaft von Asien. Das Video hier ist einfach eine Projektvorstellung und dieses Projekt vorzustellen bedeutet eigentlich auch, mich selbst vorzustellen. Und zwar ist es so, was ist dieses Projekt überhaupt? Im Grunde genommen ist es eine Mischung aus Vlog und Bildungsfernsehen. Es ist nur die Frage so, kommt jetzt ein Mensch und möchte uns was erzählen, was möchte er uns eigentlich erzählen? Und das erklärt sich dann darauf oder daraus, womit ich mich in meinem Studium beschäftige. Wobei es bei mir mit dem Studium nicht ganz so einfach ist, weil ich so gesehen zwei Sachen studiere. Mit dem einen bin ich fast fertig, beim anderen fange ich gerade erst an. Und zwar ist es so, dass ich Japanologie und Sinologie studiere, sitze da gerade an meiner Magisterarbeit zu einem japanologischen Thema, also Erzählung und Unterhaltungsliteratur des japanischen Mittelalters und der frühen Edo-Zeit. Und mein zweites Studium, weil ich jetzt vor kurzem nach Berlin gezogen bin und das an der FU hier angeboten wird als Studienfach, ist ostasiatische Kunstgeschichte. Und dadurch hoffe ich mir noch selber einen gewissen inhaltlichen Schwerpunkt zu setzen in meinen Studien. Okay, einmal kurz dazu, was ich hier in dem Projekt machen werde. Also ich versuche euch verschiedene Sachen rüberzubringen. Zum einen ist es halt eine Grundlage an sprachlicher Ausbildung, die ich euch geben will, die ich halt auch in meinem Studium am Anfang bekommen habe, weil es eine gute Basis ist. Und, oder eigentlich eine unabdingbare Basis, um sich mit Ostasien auseinanderzusetzen. Und das Zweite sind dann halt inhaltliche Sachen und Themen. Und da wird es halt verschiedene Lehrvideos geben. Ich muss jetzt sagen, sprachlich ist es bei mir so eine Sache. Ich bin zwar offiziell Japanologe im modernen Japanisch, allerdings nicht so bewandert. Ich kann da halt mehr so das Klassische und das Mittelalterliche. Entsprechend wird es dann halt dazu auch Videos geben. Inhaltlich sieht es bei mir eigentlich ganz ähnlich aus. Ich bin eigentlich eher vormodern interessiert, deswegen gibt es da meistens Sachen, die schon älter als 400, aber tendenziell doch eher älter als 1000 Jahre sind. Und weiß nicht, ansonsten gibt es jetzt noch so ein paar technische Details. Ihr seht, jetzt muss ich gucken, oben in der Ecke oder oben in der Ecke steht immer eine Zahl über dem Video, das ist die laufende Nummer des Videos. Ich nummeriere die von 1 bis was weiß ich nicht was durch. Das hat aber nichts damit zu tun, unter welchem Themenschwerpunkt die irgendwie sind. Also ich setze verschiedene Themenschwerpunkte. In meinem Studium habe ich ja mit Japan und mit China zu tun. Das heißt aber natürlich nicht nur, dass ich mich nur mit Japan und China auseinandersetze. Ich habe eine Zeit lang auch Koreanistik gemacht. Ich werde mich auch mit Korea auseinandersetzen. Ich besuche zurzeit auch Lehrveranstaltungen zur südasiatischen Kunst, also zur indischen Kunst. Werde mich deswegen auch mit Indien und Zentralasien auseinandersetzen, teilweise vielleicht sogar bis nach Europa ausstrahlend. Und wenn ich es hinkriege oder wenn ich Hilfe bekomme, versuche ich auch noch meine Videos zu untertiteln, um halt noch mehr Leuten den Zugang zu dem, was ich irgendwie sage, zu vermitteln, weil ja nicht jeder als Muttersprache Deutsch hat. Was machen wir sonst, außer Lehrvideos zu Sprache und zu inhaltlichen Sachen, die sich dann meistens mit Geschichte, Literatur, Kunst, Religion, Philosophie und so weiter auseinandersetzen? Wir machen manchmal auch noch Exkursionen, hoffe ich zumindest. Und zwar, weil ich ja jetzt in Berlin wohne, haben wir das Museum für Ostasiatische Kunst und ich hoffe, dass ich euch da manchmal, beziehungsweise die Kamera manchmal mitnehmen kann und euch dann bestimmte Sachen direkt am Objekt zeigen kann. Okay, und ansonsten habe ich mir noch ein paar speziellere Sachen ausgedacht. Also ich persönlich interessiere mich halt sehr für das vormoderne Japan und übersetze halt auch unglaublich gerne vormoderne japanische Texte. Deswegen habe ich mir gedacht, dass ich sowas wie Bongo Speed Translations einführe. Zum einen werde ich euch natürlich klassische japanische Grammatik hier mit Hilfe der Tafel erklären. Zum anderen machen wir dann auch solche Speed Translations so als Übung. Dann werde ich einfach Texte oder Textausschnitte nehmen, die an die Tafel schreiben und dann für euch übersetzen. Und dann könnt ihr nochmal versuchen, irgendwie relativ im Schnelldurchlauf das Wissen zu vertiefen, was ihr euch dann durch den Unterricht, den ich vorher teilte oder den ihr vielleicht an der Uni vorher hattet, angeeignet habt. Ich gucke die ganze Zeit auf so einen Zettel, weil ich nämlich sonst hier die Hälfte vergesse zu sagen. Genau, falls ihr irgendwelche besonderen, speziellen Themenwünsche habt zu irgendwelchen Sachen, könnt ihr mich gerne per E-Mail anschreiben. Die steht auf meinem YouTube-Kanal, die E-Mail-Adresse.
Und ansonsten bin ich da auch noch mit Twitter verlinkt, dann kann man irgendwie auch eventuell noch sehen, ob und wie beschäftigt ich gerade bin, dass man halt auch irgendwie einen realistischen Eindruck davon haben kann, was ich gerade so ungefähr mache und ob mir das vielleicht gerade in den Kram passt, mich dann noch mit einer Anfrage zu beschäftigen oder nicht, muss man dann je nachdem gucken. Ja, und ansonsten wäre es das, glaube ich, spontan, würde ich sagen. Gucken wir mal einfach, wie das Projekt läuft. Viel Spaß!